Bei diesem Schuss mit einem Nachbau der sogenannten Tannenbergbüchse wird schnell deutlich, dass die Erfindung des Schwarzpulvers die Kriegführung nachhaltig verändern sollte. Die bronzene Büchse wurde im Jahr 1849 bei einer der ersten mittelalterarchäologischen Ausgrabungen auf Burg Tannenberg im hessischen Odenwald entdeckt. Die Burg wurde 1399 belagert, zerstört und nie wieder aufgebaut. Offensichtlich hat man die Waffe damals aus heute nicht nachvollziehbaren Gründen in der Zisterne entsorgt. Mit einem Loch auf der Rückseite war sie ursprünglich auf einen Holzschaft aufgesteckt, von dem 1849 noch Reste erhalten waren. Der erhaltene Teil selbst ist in einem Stück aus Bronze gegossen. Da das Handrohr vor der Zerstörung 1399 auf die Burg gekommen sein muss, ist es als älteste Handfeuerwaffe Europas berühmt geworden. Das ist so allerdings nicht ganz richtig, denn tatsächlich gibt es typologisch noch ältere Handfeuerwaffen. Feuerwaffen lassen sich in Europa seit den 1320er Jahren nachweisen. Noch im frühen 16. Jahrhundert jedoch waren Armbrüste den damaligen Handfeuerwaffen ebenbürtig. Und selbst weit in die Neuzeit hinein noch hielten die damaligen Rüstungen dem Beschuss durch Handfeuerwaffen stand. Die Tannenbergbüchse ist damit definitiv ein Highlight unseres Museums. Unsere Waffensammlung zeigt spannende Objekte vom 14. bis ins 18. Jahrhundert.